Lieben. Ja, da ich jetzt gerade mal dieses dezente Alltags-Make-up aufgelegt habe und ich schon ganz oft gefragt wurde zu meinem Studium, zu meinem Beruf, weil ich das ja zwischendurch immer mal wieder so habe anklingen lassen, dachte ich mir, ja, mache ich doch einfach mal heute eine Labertasche dazu und erzähle euch so ein bisschen über meinen Werdegang, meine Ausbildung und mein Studium. Also, ich habe nicht den ganz typischen langweiligen Werdegang hinter mir, muss man jetzt mal an dieser Stelle sagen. Also grundsätzlich vorab, ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und ich glaube, das ist dann auch mehr oder weniger vielleicht für den einen oder anderen interessant, der sich vielleicht für den Beruf interessiert und gerne wissen möchte, wie bin ich denn da hingekommen. Also, ich war zunächst auf dem Gymnasium und bin dann in der 10. Klasse vom Gymnasium abgegangen. Das hatte zum einen den Grund, weil ich ja in der Klasse auf dem Gymnasium nicht so akzeptiert worden bin. Ich hatte dort ja leider nur wenig Freunde. Mobbing war auch ein Thema. Und ich habe mich einfach grundsätzlich auf der Schule nicht mehr wohlgefühlt. Und da ich schon relativ lange wusste, dass ich in den sozialen Bereich gehen möchte, war für mich ganz klar, dass ich entweder Erzieherin werden möchte oder später im Jugendamt oder sowas arbeiten möchte. So, und da man dafür mindestens Fachabitur braucht, jedenfalls ist das hier bei uns in NRW bzw. Deutschland so, habe ich mir gedacht, muss ich ja jetzt nicht unbedingt weiterhin auf dem Gymnasium bleiben, wo ich mich eh nicht wohlfühle. Und habe mich dann dazu entschlossen, nach der 10. Klasse eben abzugehen vom Gymnasium und habe mich auf einen Berufskolleg beworben und habe dort Fachabitur gemacht im Bereich Sozial- und Gesundheitswesen. Das ging dann 2 Jahre lang und in diesen 2 Jahren waren 45 Wochen Praktikum inklusive, die ich in einem Kindergarten abgeleistet habe. Das heißt, ich bin 2 Tage die Woche in die Schule gegangen, in dem ersten Jahr. Und die anderen 3 Tage bin ich in die Praxis gegangen, also in den Kindergarten. Und das zweite Jahr war dann eben nur noch Schulunterricht. Ja, dann habe ich da meinen Abschluss gemacht und während ich das Fachabitur da gemacht habe, war mir eigentlich dann auch relativ klar, dass ich gerne studieren möchte. So, nun wird sich der ein oder andere fragen, okay, dir ist dann bewusst geworden, du willst studieren, du warst vorher auf dem Gymnasium, warum hast du denn nicht Abitur gemacht? Ja, das stimmt, das war wahrscheinlich so ein bisschen schlecht geplant von mir. Jedenfalls wollte ich sowieso eigentlich eher praxisorientiert studieren, das heißt nicht auf der Universität, sondern auf der Fachhochschule. Und um auf der Fachhochschule studieren zu können, braucht man nicht zwingend Abitur, sondern da reicht dann eben auch ein Fachabi, wie ich es jetzt dann ja auch hatte. Und hatte mich dann beworben und habe aber leider keinen Platz bekommen, weil mein NC leider nicht ganz so gut war. Also in der Zeit, wo ich Fachabitur gemacht habe, ja, war ich so 17, 18 und ja, da war halt so ein bisschen, ne, die rebellische Jugendphase. Und obwohl ich das unbedingt machen wollte, hat es leider nicht zu dem ja, Durchschnitt, Abschluss, wie auch immer, gereicht, den ich eigentlich hätte erreichen können. Also hatte ich leider dann Schwierigkeiten, im Anschluss einen Studienplatz zu bekommen. Und habe mich dann dazu entschlossen, aber trotzdem für den Übergang etwas zu machen, was weiterhin in dem sozialen Bereich ist. Und habe dann ein Jahr lang ein freiwilliges soziales Jahr gemacht für das Deutsche Rote Kreuz. Und habe in einer offenen Ganztagsschule gearbeitet oder auch OGTS, je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Und zwar habe ich dann eben im Nachmittagsbereich mit den Kindern Mittag gegessen, Hausaufgaben gemacht, dann gespielt, betreut, wie auch immer. Das habe ich eben ein Jahr lang gemacht. Und ja, dann habe ich mir gedacht, Mist, was machst du denn jetzt, nachdem das Jahr vorbei ist? Du möchtest ja studieren und dein Fachabi ist ja immer noch nicht besser. Und dann habe ich mir gedacht, alles klar. Um meine Chancen zu steigern, dass ich tatsächlich dann auch den Studienplatz bekomme, den ich möchte,
werde ich jetzt die Ausbildung machen zur Erzieherin. Und um das Ganze dann auch noch die Krönung aufzusetzen, habe ich mich dann dazu entschlossen, das Ganze dual zu machen und habe sozusagen meine Erzieherausbildung mit dem Abitur zusammen gemacht. Das Ganze dauerte 4 Jahre insgesamt. Ich hatte 3 Jahre lang Schule, wo der theoretische Teil der Ausbildung vermittelt worden ist und eben auch, ja, ich sag mal, der schulische Teil vom Abitur einfach, ne? Ich musste ja auch Leistungskurse, Grundkurse und so weiter belegen. Während dieser 3 Schuljahre hatte ich immer wieder Praktikum. Die habe ich dann auch sowohl im Kindergarten als auch wieder in einer OGTS gemacht. Und dann im 3. Jahr war ich in einer offenen Tür, sprich so eine Art Jugendzentrum, wo Jugendliche einfach am Nachmittag dann eben nach der Schule hingehen konnten, kickern, sich unterhalten. Und ja, manchmal wurden dann da auch Filmeabende oder Partys abends veranstaltet. Und meistens so gegen 10 war, 10, halb 11, hat da das Jugendzentrum geschlossen. Genau, diese Praktikumseinheiten habe ich eben dann in diesen 3 Jahren abgeleistet. Am Ende dieser 3 Schuljahre habe ich mein Abitur geschrieben und danach das 4. Jahr, was sich dann noch drangehangen hat, war ja das Anerkennungsjahr für die Ausbildung. Und da habe ich dann ein Jahr lang ja in einem Jugendwohnheim gearbeitet. Und hatte dann zwischendurch immer mal wieder einzelne Schultage. Und ja, das hat sich dann eben das 4. Jahr über hingestreckt. Und am Ende von dem 4. Jahr habe ich dann meine Berufsabschlussprüfung sozusagen geschrieben. Genau. Und das Ganze war vor 1,5 Jahren. Also ich bin jetzt 1,5 Jahre lang ausgelernt. Und habe dann, nachdem ich meine Abschlussprüfung gemacht habe, angefangen, in einem Jugendwohnheim zu arbeiten. Also ich habe nicht in dem gleichen Jugendwohnheim weitergearbeitet, wo ich mein Anerkennungsjahr gemacht habe, sondern arbeite jetzt in einem anderen Jugendwohnheim. Genau. Ja, was ich da jetzt genau mache, mit welchem Klientel oder wo genau meine Arbeitsstelle liegt, dazu möchte ich euch nichts erzählen. Ich denke mal, das könnt ihr auch nachvollziehen oder müsst das nachvollziehen, weil ich natürlich auf der einen Seite meine Privatsphäre bewahren möchte und zum anderen natürlich auch meine Jugendlichen, mit denen ich arbeite, schützen möchte und deren Anonymität eben wahren möchte. Deswegen werde ich da jetzt leider nicht weiter drauf eingehen. Ja, aber ich kann euch trotzdem ein bisschen zu meinem Job an sich erzählen. Also vielen wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass ich häufiger mal von Übernachtdiensten gesprochen habe. Und da läuft es dann so ab, dass ich meistens auch erst am Nachmittag unter der Woche meinen Dienst beginne, auch so 16, 18 Uhr meistens. Und meine offizielle Arbeitszeit geht dann bis 23 Uhr. Der Spätdienst begleitet mich natürlich bis 22 Uhr und um 23 Uhr endet dann mein Dienst. Ich bleibe aber weiterhin vor Ort und kann dann in einem Bereitschaftszimmer bis 6 Uhr unter der Woche schlafen, beziehungsweise am Wochenende bis 7 Uhr. Und ja, dann am nächsten Morgen geht dann mein Dienst weiter. Entweder startet er eben um 6 oder um 7. Und ja, dann kommt es drauf an, muss ich danach noch in die FH oder ist Wochenende. Also wenn Wochenende ist, geht der Dienst generell immer bis 12:30. Und wenn ich aber morgens ja, dann zum Beispiel in die FH muss im Anschluss, dann geht mein Dienst meistens bis 8, halb 9, 9 Uhr, damit ich dann eben noch pünktlich zu meinen Vorlesungen und Seminaren komme. Ja, und am Wochenende ist es meistens so, dass die Dienste dann wirklich von 12 Uhr mittags bis am Folgetag 12:30 mittags gehen. Genau, das sind halt diese sogenannten Übernachtdienste. Ja, jetzt habe ich schon erzählt, dass ich nebenbei eben noch in die FH gehe. Also, ich habe es jetzt tatsächlich endlich mal geschafft, einen Studienplatz zu bekommen und studiere jetzt endlich, wie ich das ja schon seit sehr langer Zeit wollte.
Ich bin jetzt im dritten Semester, habe aber einen Teilzeitstudiengang gewählt, den ich dann eben gut mit meiner Arbeitsstelle kombinieren kann. Dadurch ist sicherlich klar für den einen oder anderen, dass ich ein sehr durchgetaktetes Alltagsleben habe. Also teilweise ist es so, dass ich morgens um 21:15 in die FH gehe und dort eben ja mein Studienalltag beginnt. Ich habe Vorlesungen, ich habe Seminare, die dann teilweise bis 16:45 gehen. Im Anschluss fahre ich dann auf die Arbeit, habe dann ab 18 Uhr einen Übernachtdienst. Ja, und am nächsten Morgen um 8 oder 9 starte ich dann von der Arbeitsstelle los, im Worst-Case-Fall wieder in die FH. Und wenn es ganz dicke und schlimm kommt, habe ich tatsächlich dann auch am Folgetag bis 16:45 Uni, beziehungsweise FH. Und das sind halt so Tage, wo ich eigentlich zu gar nichts komme, weil ja, ich bin eigentlich 2 Tage komplett nonstop nicht zu Hause und bin nur unterwegs. Dementsprechend muss ich eben viel vordrehen. Das habt ihr sicherlich auch daran schon gemerkt, dass ich halt häufig die gleichen Klamotten anhabe oder das gleiche Make-up trage und so weiter. Das sind dann eben Tage, wo ich dann mal frei habe und Zeit habe, einige Videos am Stück zu drehen. Ja. Dadurch, dass ich halt eben in diesem Schichtdienst arbeite und durch den Übernachtdienst natürlich auch viele Stunden am Stück, habe ich natürlich dann häufiger auch mal frei. Aber im Normalfall sind das dann Tage, wo ich in die FH gehe. Und wenn ich dann wirklich mal frei habe, dann nutze ich natürlich die Tage sehr gerne, um Videos für euch zu drehen. Muss aber natürlich auch fürs Studium, wie jeder andere Student, auch Hausarbeiten schreiben oder andere Arbeiten abgeben oder auch dann eben natürlich am Ende vom Semester Klausuren. Deswegen komme ich natürlich auch nicht drum herum, viel Fachlektüre zu lesen und für Prüfungen zu lernen. Ja, jetzt fragt sich natürlich sicherlich der ein oder andere, wie sieht es denn dadurch mit deiner Freizeit aus? Das gestaltet sich natürlich alles ein bisschen schwierig. Ich habe in meinem Freundeskreis noch eine andere Freundin, die auch im Schichtdienst arbeitet. Die arbeitet allerdings in einem Dreischichtsystem, also ein bisschen anders als ich. Und wenn wir uns verabreden möchten und was unternehmen möchten oder dass ich vielleicht auch mal sogar bei ihr übernachte und so weiter, kann es durchaus schon mal vorkommen, dass wir das 1,5 Monate vorher planen müssen, damit unser Dienstplan und mein Studienplan dann eben ja, mit ihrem Dienstplan übereinstimmt und wir das hinkriegen. Ich kann natürlich auf der Arbeit Freiwünsche angeben für den kommenden Dienstplan, also wenn es irgendwelche besonderen Ereignisse gibt, wie Geburtstage oder andere Sachen, wo ich halt unbedingt gerne was machen möchte, wo ich unbedingt gerne frei haben möchte, kann ich das frühzeitig angeben. Ungefähr 1,5 Monate vorher, ja. Und dann wird mir das eigentlich auch immer realisiert, dass ich dann an diesen Tagen auch frei habe. Ja, und dann klappt das halt eben auch. Aber bei mir ist es wirklich ganz schwierig, spontan zu sagen, hey, hast du übermorgen Zeit und können wir das und das machen? Das funktioniert bei mir leider nicht so gut. Und außer diese andere Freundin und mein Freund habe ich keine Freunde, die auch im Schichtdienst arbeiten. Und das gestaltet sich natürlich schwierig, weil ich viel auch am Wochenende arbeite. Und natürlich unter der Woche auch arbeite und in die FH gehe. Und ja, die anderen Leute haben dann natürlich regulär am Wochenende frei. Ja, dementsprechend ist es natürlich schwierig, da mit Leuten zu verabreden, sich zu treffen und was zu unternehmen. Also ich muss sagen, ich habe im Laufe der Zeit von der Ausbildung bis hin zum heutigen Zeitpunkt ja, viele Freunde auch verloren, weil das einfach nicht harmoniert hat. Man muss sich natürlich gegenseitig motivieren und am Ball bleiben und Interesse am anderen zeigen, dass das dann auch wirklich klappt, dass man weiterhin ja miteinander Zeit verbringen kann und befreundet bleiben kann. Aber jeder, der diese Ausbildung machen möchte und dann später auch im Schichtdienst arbeitet, dem kann ich nur sagen, es wird leider Gottes wahrscheinlich so passieren, dass sich euer Freundeskreis drastisch reduziert und ein kleiner Teil der Freunde nur bleibt. Und das ist natürlich
Schade, da muss man sich vorher Gedanken drüber machen, komme ich damit zurecht oder nicht. Also viele meiner Freundschaften laufen dann eben auch über telefonischen Kontakt ab oder über Skypen oder regelmäßig miteinander schreiben und so weiter. Zu treffen kommt es leider bei mir persönlich dadurch echt selten. Es kann natürlich auch mal sein, dass wenn jemand spontan mal unter der Woche frei hat und dann was mit mir unternehmen möchte, dass ich dann im Gegensatz zu allen anderen Leuten Zeit habe, weil ich dann auch mal unter der Woche frei habe. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich könnte euch da jetzt noch echt ziemlich lange von erzählen. Ich würde sagen, ja, wenn euch da jetzt echt noch Fragen aufgekommen sind, zu meinem Beruf, zum Studium, zu was auch immer, dann lasst mich das sehr gerne wissen. Schreibt mir das einfach in die Kommentare, dann kann ich noch mal ein neues Video dazu drehen. Ja, dann hoffe ich, habt ihr ein bisschen mehr wieder mal über mich erfahren und könnt euch so ungefähr vorstellen, wie so mein ganz normales, wie mein ganz normaler Alltag aussieht. Okay, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!